Willkommen zu Conversation with Leaders. Letztes Mal haben wir uns mit René und Andrea unterhalten. Ich willkomme euch wieder zurück. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns über Migration unterhalten, über Organisation, über die Thematik, wie man Menschen in die Organisation auch mitbringt, in dieser Transformation. Und ich möchte jetzt eigentlich damit ein bisschen weiter vorfahren und vor allem mich dann ein bisschen vertiefen mit, wie ihr diese Hürden überkommen habt, überwältigt habt. Insbesondere Andrea, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erläutern und ansetzen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. War für uns ein ganz großes Learning, dass alles, was mit Organisationsstrukturen, mit Prozessen, mit der Frage, wie ich eigentlich als Unternehmen Entscheidungen finde, dass das ein riesiger Erfolgsfaktor ist. Und letztendlich der Bottleneck ist auch, um sozusagen die Vorteile der Cloud nutzen zu können. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich für einen kleineren Change weiß, ich muss dafür möglicherweise nur einen Knopf drücken, in Anführungszeichen, und das kostet mich 2 Minuten, dann hilft mir das aber nicht, wenn ich als Unternehmen einen Prozess habe, wo ich vielleicht meinen Abteilungsleiter fragen muss, der dann ebenfalls einen weiteren Abteilungsleiter fragt und die Entscheidung für das Drücken des Knopfes am Ende vielleicht 3 Wochen dauert, obwohl ich nur 2 Minuten gebraucht hätte. Und das war für uns ein großes Learning zu sehen, naja, wenn ich Cloud-Technologie richtig nutzen will mit all den Vorteilen, dann muss ich ein Stück weit auch mein Unternehmen, meine Prozesse, die Frage, wie ich kommuniziere, wo Verantwortung liegt und ja, wie transparent wir auch miteinander unterwegs sind, das muss ich ebenfalls verändern. Und es ist wahrscheinlich die größere Herausforderung von beiden. Andrea, wenn du dir überlegst, das sind jetzt auch wieder sehr maßgebende Veränderungen in der Kultur. Wie habt ihr das bewältigt? Wie habt ihr auch zum Beispiel die Führungskräfte dazu gebracht, dass sie das unterstützen und vielleicht auch fahren ein bisschen? Und was für Beispiele kannst du uns nennen, wie diese Änderungen dann letztendlich vorgekommen sind? Also ich glaube, ganz wichtig, hatten wir auch schon gehört, ist die Frage, warum ich überhaupt einen Change mache. Habe ich genug Schmerz sozusagen? Habe ich genug Druck als Unternehmen? Das hatte René schon dargestellt, ja. Das Thema Digitalisierung, die wir als IT-Gesellschaft auch mit vorantreiben, war für uns ein ganz maßgeblicher Punkt. Und das ist schon mal einfach eine gute Ausgangsbasis, ein guter Start, um jeglichen Change zu beginnen. Dann muss man auch sagen, dass wir es nicht klassisch aufgebaut haben, also wie vielleicht sonst. Da gibt es ein Change Management und es überlegt sich eine Initiative und klärt mit den Stakeholdern und so weiter. So haben wir es nicht gemacht, sondern wir haben von Anfang an ganz unterschiedliche Abteilungen, Mitarbeiter interdisziplinär mit eingebunden und viel auch über Bottom-up gemacht. Und es gab auch keinen Plan, ne? Nicht wie sonst vielleicht eine Change-Planung, sondern wir sind da tatsächlich sehr iterativ vorgegangen. Das heißt, das Ziel war natürlich schon klar, wo wir hinwollen als DB Sistel, aber wie genau und wo wir heute in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in 5 Jahren stehen, so eine Planung haben wir nicht gemacht. Und ich glaube, das war einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. So, und plus, wir haben auch uns lange mit der Frage auseinandergesetzt, wie Transformation eigentlich geschehen kann. Also was braucht es eigentlich, wenn ich als Team nicht nur nach agilen Prinzipien arbeite, sondern tatsächlich auch selbst organisiert und weitgehend eigenverantwortlich arbeite. Das heißt, da haben wir auch ein sogenanntes Transformationsmodell aufgesetzt, was in mehreren Phasen durchlaufen wird, mit Tests, wenn ihr wollt, und dem Team dann am Ende hilft, so fit und so reif zu sein, dass es sagt, okay, jetzt bin ich sozusagen auch bereit für die Selbstorganisation, bin angekommen in der Transformation und kann jetzt eigenverantwortlich arbeiten. Ich denke, das ist auch noch ein wesentlicher Faktor, weil dadurch ist die Transformation oder der Change sehr, sehr konkret geworden. Das sind faszinierende Veränderungen, aber es scheint mir ja so, dass ihr dabei seid, eben neue Werte zu schaffen, die es vielleicht vorher gar nicht gab. Und wenn man sich so in diese Richtung bewegt, muss man ja auch innovativ sein, und zwar sehr innovativ. Wie geht ihr mit den Risiken um? Wie macht ihr Experimente? Wie geht ihr damit um, wenn irgendwas schief geht? Ja, vielleicht nochmal an den Punkt anzuknüpfen, was Andrea gesagt hat, war ja der Punkt,
Wir haben diese interdisziplinären Teams, das heißt, wir haben aus den verschiedenen Abteilungen, sag ich mal, Experten zusammengeholt, dass sie, und jetzt wenn wir beim Thema Cloud bleiben, quasi eine Anwendung vollständig innerhalb eines Teams verantworten und betreiben. Das heißt, man hat Experten für Storage-Netzwerk, für Applikationsmanagement und so weiter, die dann in einem Team zusammengearbeitet haben. Und zu dem Punkt, was du sagst, Risiko und also wie gehen sie mit Risiken um? Wir haben uns natürlich im Rahmen der Transformation, und das ist auch das, was Andreas schon sagte, auch, wir haben ein paar Regeln mitgegeben und haben gesagt, wir haben zwar kein Zielbild und wir wissen noch nicht genau, wie wir da hinkommen, aber was wir tun, ist, dass wir uns in sehr regelmäßigen Abständen, sag ich mal, Gedanken machen, was ist gut gelaufen und was ist nicht so gut gelaufen. Das heißt also, klassisches Modell, wenn es kennt, man hat einen Sprint, in diesem Sprint hat man ein Review und ein Planning, das heißt, man macht sich Gedanken, was im nächsten Schritt passiert, man guckt sich an, was in den letzten zwei oder drei Wochen passiert ist in dem Sprint und das ist dann der wichtige Punkt oder der, sag ich mal, eine der, sag ich mal, Key-Themen oder Schlüsselthemen, die wir bei uns im Rahmen der Transformation haben, ist das Thema Retrospektive. Das heißt, dass das Team, so wie es jetzt an dem Thema gearbeitet hat, sich Gedanken macht, was ist auf der Sachebene, also in dem fachlichen Bereich, alles gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen. Dann der zweite Punkt, der immer sehr oft vergessen geht, was ist denn vielleicht auch auf der Beziehungsebene im Team oder auch zusammen mit anderen Teams oder den Kunden gut oder nicht so gut gelaufen? Gibt es da vielleicht auch Themen, die man adressieren kann, um sich, sag ich mal, das Tagesgeschäft noch angenehmer gestalten zu können oder auch effizienter? Und natürlich klar, und das ist auch immer noch ein spannender Punkt, der sehr oft vergessen wird, ist, wie war es denn, ne, für mich persönlich? Waren denn Punkte, war ich denn eher genervt oder waren Sachen, hatte ich Spaß in dem, was ich da getan habe? Oder da gibt es Themen, die mich reizen und so weiter, aber ich hatte keine Zeit dafür und so weiter. Und das sind, sage ich mal, die Punkte, die wir jedem Team mitgegeben haben, gesagt, guckt, dass ihr in regelmäßigen Abständen, und da passt so ein Sprint natürlich perfekt, immer einen Rückblick habt, eine Retrospektive, was gut und was nicht so gut gelaufen ist. Und was natürlich automatisch passiert, wenn so ein Team untereinander diskutiert, es kommen neue Ideen, es kommen neue Ansätze. So, und wenn man sich das überlegt, so ein Team, also wir haben jetzt Teams bei uns in der Transformation, die seit 3, 3,5 Jahren unterwegs sind, die quasi alle 2 Wochen sich Gedanken gemacht haben, was nicht gut oder was gut gelaufen ist, kann man sich so ungefähr nachvollziehen, wie weit diese Teams heute sind. Und es ist mir recht lustig, wenn man mit diesen Teams sich unterhält, dass sie die Probleme gar nicht mehr verstehen, die sie damals hatten, einfach aus dem Grund, weil sie inzwischen auf einer ganz anderen Ebene sind, sowohl fachlich als auch auf der Beziehungsebene. Und das war natürlich für uns, sage ich mal, eine der wichtigsten Schritte und im Hinblick auf das Thema Risiko, klar, wenn man immer nur in kleinen Schritten vorangeht und sich Gedanken macht, wie sieht der nächste Schritt aus und bewusst dann auch flexibel zu sein, vielleicht den Schritt auch wieder zu ändern, hat natürlich auch das Thema Risiko in vielen Themen sehr, sehr weit reduziert. Einfach aus dem Grund, weil man nicht mehr in 12 oder 24 Monatsschritten denkt. Also ihr habt dann tatsächlich es geschafft, eine sehr menschenbezogene ein System aufzubauen, das funktioniert für euch und das tatsächlich selbst weitgehend selbst organisiert ist. Wie kann ich mir so einen normalen, typischen Tag vorstellen bei einem eurer Mitarbeiter? Wie sieht das aus? Ja, um deine Frage zu beantworten, würde ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Und zwar geht es einmal um den Punkt, was Andrea auch schon gesagt hat, dass wir Supportstrukturen haben und keine klassischen Managementstrukturen mehr. Das heißt, dass wir quasi Einheiten und Cluster haben, die als eine der Hauptaufgaben haben, die Teams in der täglichen Arbeit zu unterstützen, sodass die Teams sich auf ihr operatives Geschäft, sage ich mal, konzentrieren können. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass, wie gesagt, kein klassisches Management mehr, dass die Supportstrukturen nicht mehr die Verantwortung, sage ich mal, für das operative Geschäft haben, sondern wir im Rahmen unserer Transformation entschieden haben, dass diese, ich nenne es mal, Vielzahl von Führungsaufgaben, die so ein klassischer Mensch hat, in die Teams gegeben haben. Das heißt, und das ist genau, sage ich mal, eine der Key-Elemente zu der Problematik, was Andrea vorhin gesagt hat, dass jetzt ein Team nicht nur, sage ich mal, die Cloud, wenn man jetzt mal bei dem Beispiel bleibt, bedient und in 2 Minuten einen Knopf drücken kann, sondern sie kann es auch in 2 Minuten entscheiden, weil sie die Verantwortung dafür haben und nicht mehr der klassische Abteilungs- oder Fachbereichsleiter in der Vergangenheit. So, und das ist natürlich etwas, was grundlegend, sage ich mal, viele Themen im täglichen Geschäft ändert und natürlich aber auch sehr viel flexibler macht. So, und zu deiner Frage genau zu kommen, wie kann ich mir so ein Tagesgeschäft vor, also ein täglicher, also so einen Tag eines Mitarbeiters in einem Team vorstellen? Ist ganz simpel. Es gibt jeden Morgen ein Daily, wo quasi das Team sich Gedanken macht, was war am letzten Tag oder was steht heute an. Wo dann quasi der jeweilige Mitarbeiter, und das ist auch schon eine Änderung zu der klassischen Welt, dann auch selbst
mit dem Kunden oder mit seinen Kunden Entscheidungen trifft, wie Sachen geändert werden, wie Releases gemacht werden, Patches und so weiter und dementsprechend das auch selbst umsetzt. Und zweiter Punkt natürlich, klar, was ich vorhin schon gesagt hatte, die Sprints, Reviews, Retros, wo sie sich regelmäßig dann auch die neuen Themen und anschauen und was in den nächsten zwei Wochen dann passiert und so weiter und so weiter. Genau, aber letzten Endes, und das ist eigentlich das Kernelement, wie sieht so eine tägliche Arbeit aus, ist immer, dass der Mitarbeiter selber entscheidet, selber die Aufgaben sich zieht, die er für sich geplant hat und dementsprechend auch eigenverantwortlich abarbeitet und für sich dann auch entscheidet, ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Ja, Andrea, das wirft für mich natürlich auch die Frage dann auf, wie kommt man dahin, wenn man sowohl technisches Know-how lernen muss, Neues in der Cloud, aber auch eine ganz neue Arbeitsweise und vielleicht sogar eine neue Denkweise. Kannst du ein bisschen erläutern, wie euer Trainingprogramm da aussieht, wie ihr das gemacht habt? Gerne. Also um das zu verstehen, muss man vielleicht zunächst wissen, dass wir nach T-Shape arbeiten. Das heißt, eher ein generalistischer Ansatz von Kompetenzen mit einer hoch ausgeprägten Kompetenz. So, und das bedeutet auch, dass wir vielleicht im Unterschied zu früher, wenn wir einstellen oder auch qualifizieren, nicht nach Experten schauen oder das Ziel nicht ist, Experten zu qualifizieren, sondern eben Kollegen, die möglichst breit aufgestellt sind. Und wir achten deshalb auch eher auf Kompetenzen wie, bin ich offen für Neues, bin ich bereit, Neues zu lernen, weil wir auch mittlerweile sehen, dass sich die Anforderungen aus dem Business und vom Kunden so schnell ändern, dass es keinen Sinn macht, gezielt zu rekrutieren und zu qualifizieren nach einem Experten-Skill. Und deshalb, das Thema klang auch schon an, ist alles rund um Know-how-Transfer sehr, sehr wichtig. Das überlassen wir weitestgehend den Teams selbst. Wir stellen natürlich einen gewissen Rahmen zur Verfügung. Wir haben Experten, die helfen, können sich entsprechend Hilfe auch von außen holen. Aber im Kern, wie ein Team das organisiert und den Know-how-Transfer idealerweise in seinen Sprint mit einbaut, das ist den Teams überlassen. Was wir sagen ist, Know-how-Transfer und sich möglichst breit als Team aufzustellen, das muss selbstverständlich sein. Also wenn man sich jetzt konkret überlegt, naja, ich habe einen Sprint, der zwei Wochen dauert, dann wird es nicht nur das Bearbeiten von Kundenanforderungen sein, sondern zu einem Anteil sicherlich auch alles, was mit Know-how-Transfer zu tun hat. Das heißt, wir sind weg von diesem, ich darf einmal im Jahr eine Schulung besuchen, hinzu, wir versuchen uns mit ganz unterschiedlichen Sachen, sei es jetzt virtuell oder Podcasts oder eben auch durch Experten, die wir von außen holen, dann entsprechend breit aufzustellen. Und das macht auch was mit, wenn wir jetzt mal über Rekrutierung sprechen, wie wir eigentlich gerade als Arbeitgeber auch ein Stück weit wahrgenommen werden, also na, rund um das Thema Talent, da haben wir uns auch stark verändert, in Summe als Bahnkonzern, aber auch als DB Sistel, dass wir eben nicht mehr sagen, wir schreiben jetzt eine bestimmte Jobposition aus und dann schauen wir mal, wer sich drauf bewirbt, sondern tatsächlich auch viel mehr mit potenziellen Bewerbern und Interessenten in Kontakt kommen. Häufig auch über fachliche Themen, über interaktive Jobmessen, auch über Podcasts, Barcamps etc. Also ich glaube, das ist so die Hauptänderung, die es gibt. Also es ist sicher, man kann sicher mit Sicherheit sagen, dass ihr auch heute noch Stellen offen habt und weiter nach Talent sucht. Ja, kann man mal kurz erwähnen. Wenn ihr euch, wir nähern uns dem Ende zu unserer Session hier, aber wenn ihr zurückdenkt an den Anfang dieser Reise, René, was wäre ein Ding, das du gerne gewusst hättest, bevor du angefangen hast, vor 5 Jahren? Okay, das ist ein Thema, das hat man jetzt noch gar nicht erwähnt. Und zwar ist es ja so, wenn wir uns so ein Team anschauen, haben wir an sich 3 Rollen im Rahmen der Transformation. Wir haben das Umsetzungsteam selbst, was quasi das operative Geschäft macht, wie ich eben schon gesagt hatte, mit Meetings, Verantwortung, Entscheidungen, wie sie es umsetzen und so weiter. Und das zweite sind die anderen beiden Rollen. Das ist einmal der Agility Master und der Product Owner. Das heißt, man hat quasi 3 Rollen, die quasi alle Führungsaufgaben, die vorher bei einem klassischen Manager waren, jetzt innerhalb des Teams. So, und was ich vor 5 Jahren nicht wusste, und das hätte man mir auch mal früher sagen können, hätte ich wahrscheinlich nicht so lange damit gewartet, ist die Thematik POAM-Tandem. Das heißt also quasi, dass der AM und PO
täglich zusammenarbeiten, um einmal natürlich das Produkt, was das Team produziert, voranzubringen, parallel dazu aber auch das Team in die Lage versetzt, dass es sich weiterentwickeln kann, selbstorganisiert arbeiten kann und so weiter. Und ich sage mal so, die Sachen, was für mich am beeindruckendsten ist an der Transformation, ist wirklich diese Thematik, in einem Tandem, einem PO zusammenzuarbeiten, um das Team, die Einheit oder den Cluster entsprechend weiterzubringen. Und das war für mich eine der einschlägigsten Erfahrungen eigentlich. Super. Und Andrea, wenn du uns einen Rat geben könntest, oder all unseren Kunden, den Menschen, die eben auch auf dieser Reise sind, was wäre dieser eine Rat, den du uns geben würdest? Oh je, muss ich mich auf einen Rat begrenzen? Also ein wichtiger Rat, den ich geben kann, ist auf jeden Fall geduldig zu sein, Rückschritte auszuhalten. Das musste ich auch und bis heute immer wieder schmerzvoll manchmal lernen, dass es so ist. Zweiter wichtiger Rat ist, dass das Top-Management wirklich aktiv dabei ist oder beziehungsweise nicht nur dabei ist, sondern wirklich auch aktiv gestaltet bei allen Gelegenheiten eine Transformation stützt und nicht einfach nur sagt, ja, ist in Ordnung, dann macht mal. Das ist definitiv zu wenig. Ja. Und was auch noch, das ist vielleicht weniger ein Rat als eine Erkenntnis, ist, dass man nichts abkürzen kann. Also es braucht wahrscheinlich auch den eigenen Weg, den jedes Unternehmen gehen muss. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass ich mir eine Blaupause von einem anderen Unternehmen anschaue und dann sage, prima, so setzen wir es jetzt um und dann sind wir heute in 3 Jahren mit der Transformation. Habe ich noch die Erkenntnis oder den Rat, ja, Achtung, es ist anstrengend, aber gleichzeitig, es macht auch wirklich Spaß. Und ich glaube, wir könnten uns nicht mehr vorstellen, heutzutage noch in einem klassischen Unternehmen, also in einem klassisch hierarchischen Unternehmen zu arbeiten. Also das soll vielleicht der Hauptrat sein bei all dem, was man durchhalten muss und dass es manchmal anstrengend ist. Das war ja ein super Rat am Schluss. Vielen Dank. Andrea, René, ich möchte mich bei euch beiden bedanken. Das war super spannend. Hat mich riesig gefreut. Ich hätte viel mehr Zeit, um weiterzureden. Aber vielleicht machen wir das ein anderes Mal. Ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen, vielen Dank. Super. Bis bald. Danke dir. Danke dir. Danke.